Hallo, mein Name ist Peter Baumgartner. Dieser Screencast ist eine Ergänzung zu meinem Cross Media Publishing Kurs auf meinem Weblog Gedankensplitter. Ich zeige Ihnen hier, wie Sie eine Word-Datei in eine R-Markdown-Datei konvertieren können. Es gibt dazu auch ein Shell-Skript, sowohl für Mac als auch für Windows. Ich zeige Ihnen hier aber die Konvertierung auf meinem Mac. Zuerst aber will ich Ihnen zeigen, wie die Word-Datei aussieht, die ich konvertieren werde. Ich habe diese Datei bereits in mein R-Studio-Projekt eingebaut. Es handelt sich um eine Masterthese einer Studierenden über die Evaluierung einer Webseite zum Hörverständnis für Schülerinnen und Schülerinnen. Die Masterthese hat 115 Seiten und besteht aus 5 Kapiteln. Sie enthält viele Grafiken, aber auch einige besonders komplizierte Tabellen. So gibt es Tabellen, die über mehrere Seiten gehen und auch mehrere Zeilen pro Spalte beinhalten. Ich beginne jetzt mit der eigentlichen Konvertierung. Dazu rufe ich auf meinen Mac das Terminalprogramm auf und gebe den Befehl sh ein, der ein Shell-Skript ausführt. Dieses Skript finden Sie auf der eingangs gezeigten Webseite. Das Programm braucht jetzt Namen und Pfad der Datei. Nach einem Return werde ich nun nach der Word-Datei gefragt, die konvertiert werden soll. Hier muss ich allerdings die Dateiendung löschen. Nach einem weiteren Return führt Pandoc nun die Konvertierung durch und spielt auch gleich alle Grafiken nummeriert raus. Wir können nun die Ergebnisse der Konvertierung inspizieren. Im Betriebssystem sehen wir die konvertierte Word-Datei mit der Endung RMD und es gibt auch einen Media-Ordner, der alle Grafiken aus der Word-Datei enthält. Wir können uns nun die Ergebnisse der Umwandlung direkt in RStudio ansehen. Wir sehen hier natürlich ebenfalls den Media-Ordner mit allen Grafiken. Wichtig ist aber die RMD-Datei, die wir aufrufen und uns ansehen wollen. Das Konvertierprogramm hat den Beginn aller Absätze mit einer spitzen Klammer versehen, was in Markdown Blockquote, das heißt eingerücktes Zitat, bedeutet. Das muss natürlich entfernt werden. Wir können jetzt einmal testen, wie die generierte PDF-Datei aussieht. Das dauert natürlich eine Zeit lang, sind immerhin 115 Seiten, die nun formatiert werden müssen. Wenn wir uns jetzt das PDF genauer ansehen, so bemerken wir, dass zu Beginn eine falsche Nummerierung vorgenommen wird. Die Seiten, Titelblatt, Abstract, Inhaltsverzeichnis und so weiter müssen später noch gesondert nachbearbeitet werden. Auch die englischen Bezeichnungen wie Content und Chapter werden wir später in einer eigenen Bookdown-Steuerungsdatei ändern. Manchmal sind auch falsche Leerzeilen eingefügt worden. Leider haben wir uns auch nun mit dem Suchen und Austauschen die richtigen Blockquotes gelöscht. Die Grafiken haben ihren Untertitel verloren, der an falscher Stelle im Text aufscheint. Und die Tabellen sind überhaupt ein Chaos und müssen noch speziell nachbearbeitet werden. Es gibt also noch einiges zu tun, aber immerhin haben wir uns viel Arbeit erspart. Sehen wir uns jetzt die Konvertierung zum E-Book einmal genauer an. Auch hier müssen wir natürlich einige Sekunden warten, bis die Datei vollständig umgewandelt wird. Bei mir am Mac öffnet sich schließlich automatisch das Programm iBook. Und auch hier sehen wir natürlich dieselben Probleme. Falsch nummerierte Überschriften und die Kapitel 1 bis 4 sollten eigentlich überhaupt keine Nummerierung haben. Zum Schluss sehen wir uns noch die Gitbook-Webseite an. Ups, wir haben eine Fehlermeldung bekommen. Bookdown sagt uns, dass wir, nachdem wir den Fehler beseitigt haben, die Datei audiemus-buch.rmd löschen müssen. Ich mache das aber lieber gleich jetzt, weil ich es sonst häufig vergesse.
Ich habe diesen Fehler mir schon vorher genauer angeschaut. Es liegt daran, dass die Webseite Probleme mit den allerersten Seiten hat. Die wollten wir ja sowieso ändern oder weghaben. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Da können wir dann auch gleich die Nummerierung ändern. Wenn wir nämlich nach der Überschrift eine geschwungene Klammer mit einem Minus eingeben, dann wird zwar die Überschrift dargestellt, aber ohne automatisch generierte Nummerierung. So, jetzt können wir einen neuerlichen Versuch mit der Kompilierung des Webbuches starten. Daumen drücken und Atem anhalten. Ja, es hat funktioniert. Wir sehen die Website im Fenster von RStudio. Ich persönlich ziehe es aber vor, mir die Seite direkt in meinem Browser anzuschauen. Wir sehen, dass die Nummerierung dieser ersten Kapitel bereits weg ist. Überraschenderweise haben auch die Grafiken hier ihre Namen nicht verloren. Die Probleme mit den Tabellen habe ich ja bereits erwähnt. Das wird uns noch ganz besonders beschäftigen. Ja, das war's. Auch wenn nicht alles funktioniert, haben wir doch enorm Arbeit gespart.